kaufe dieses Zeug online. Nein, reine Fernsehshow an und bringe eine neue mit Single raus. Die letzte Folge ist gerade ein bisschen länger geworden. Na, viel Glück damit. Hey, du findest für uns einen Weg nach draußen. Ich sehe mir das Zeug mal genauer an. Oder dafür die ein bisschen kürzer. Da ist nichts. Die Tür war von der anderen Seite aus versperrt. Ich musste einen anderen Weg finden. Ja, suche gerade. Da ist eine Tür, da. Taschenlampe nehme ich nicht so schiss. Die räumt recht gut. Ist da noch irgendwo ein? Da ist einer unterwegs. Klären. Wie die regelmäßigen Zuhörer unter euch wissen, arbeite ich häufig mal die Nacht durch, aber da bin ich nicht der Einzige. Die Deputies Mulligan und Thornton nehmen sich an Teilen ihres hektischen Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Deputies, wie beschäftigt sind Sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält Sie auf Trab. Ziemlich, ja? Ehrlich gesagt, wir hatten einige andere Sachen um die Ohren. Aber das ist noch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir darüber noch nicht reden, Thornton. Ich wollte auch nicht sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass wir auch andere Eisen im Feuer haben. Und wie würden Sie Ihr Pensum mit dem vom letzten Jahr vergleichen? Mir kommt es derzeit recht friedlich vor, aber die Menschen werden zu dieser Jahreszeit gerne etwas wilder. Oh, es ist ziemlich wild. Es gab jede Menge Probleme dieses Jahr. Vandalismus, Schlägereien, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und eine ganze Menge Menschen sind verschwunden. Doch nicht. Nicht gehört. Der Aufzug war außer Betrieb. Ich musste ihn mit Strom versorgen. Da kommt sicher eine Hinschaut. Batterie. Oh, jetzt haben sie gemeint, da steht einer. Zum Teil die Schatten sind. Auf der anderen Feldseite sah ich das Gebäude, das das Haus der Andersons sein musste. Es war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Die hatten das Gebräu. So eine Motorsäge wäre gut. Ich wette das Ding. Nein. Aber garantiert. Es sieht schon so aus. Ja, es bewegt sich schon.
sein kann. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah. Nummer 1. Ein allein macht mir echt zu Angst. Schnell der hier noch schauen, ob da irgendetwas ist. Hat sich ja mega gelohnt. Bist du das da draußen, Kumpel? Ja, ich bin's. Warte! Los jetzt, Mann! Ja, misst dies. So. Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Ja. Ja. Ja, du musst genau. So, jetzt. Wir sind fast da. Diese Farm ist ein Sammelpunkt für Durchgedrehte. Das ist ja ganz wie zu Hause. Da passen wir ja hervorragend her, dort. Komm schon, noch ein Tor. Wir schaffen das. Bin nicht sicher, ob ich dort sein will. Ich bin wirklich in einem guten Zustand. Da ist nichts. Ich muss noch schauen. Nein. Die Lichter sind aus. Wir sollten nach der Sicherung sehen. Sicherung suchen. Komm aus Weg. Oh, wo ist noch das Versteck? Dieser Ort sieht ziemlich bewohnt aus. Die Anderson sitzen doch in der Klapsmühle. Ich glaube, die passen die in der Klinik nicht so gut auf die auf. Sie hauen öfter ab, um sich hier die Kante zu geben. Ganz im Ernst, diese Typen klingen super.
Wieder zerrissen Alice Schreie die Stille der Nacht. Ich sah mich auf die Hütte zu rennen mit der Taschenlampe in der Hand. Ich folgte meinem früheren Ich. Ich war ein aus seinem Körper herausgelöster Beobachter, ein Zeitreisender in einer aberwitzigen Schnapsfantasie. Das hier war der Anfang. Die Nacht, in der Alice verschwunden war. Das Geheimnis, was in der fehlenden Woche passiert war, stand kurz vor der Lösung. Ja, Mensch, mir kommt's nicht so vor. Ah, da wäre aber die Sicherung hier. Rausfinden, woher das kommt. Das ist die Botschaft, von der die Andersons gesprochen haben. Deshalb sind wir hier. Lady des Lichts? Find the Lady of the Light. Oh, das muss diese verrückte Lampenlady aus der Stadt sein. Wie hieß sie gleich? Kennen wir doch so eine. Genau, bestimmt. Logisch, die Alte da, wenn wir mit dem Licht unterwegs sind. Die Lichtlady da. Wo bin ich gesehen? Okay. Wir müssen Cynthia Weaver finden. Wir bleiben die Nacht über hier und gehen in die Stadt, sobald es hell wird. Hey Al, es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist... Ach, was soll's. Sehr gut, ja, Sufe. Dumme Idee. Wir kommen nicht miteinander klar, aber wir werden sie finden, okay? Und so ein verrückter Typ ist, halt dich zu dir, Herr Graf! Hör mal, du bist für mich wie ein Bruder! Ich bin Schriftsteller, Gott, verdammt! Korrekt! Wenn ich mal Lust habe, schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es wären die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht! Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's als Schriftsteller. Was? Geh bloß rein in das Zeug. Es fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorg mir das Rezept von den alten Kreuzern und werde Schnapsmillionär. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß. Alles gut. Wir sorgen schon dafür. Alan? Alan! Wo bist du? Hilfe! Alles! Ich komme! Alles wird gut! Ich komme! Es war ein Traum im Alan! Haus, hilf mir! Es war die Wahrheit. Eine unterdrückte Erinnerung, hervorgebracht durch das Anderson. Wo ist er jetzt? Ich war dort, ein außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen.
Die Nacht, in der Alice verschwand. Ich könnte herausfinden, was passiert war. Ich erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hätte die Lichter nicht ausgeschaltet. Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinken. Ihr hinterherzuspringen war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Ich fand sie inmitten der Schwärze nicht. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Alice! Jagger hatte Alice. Alice. Also hatte sie auch mich. Alice! Ich war leichte Beute. Oi. Schau, da ist sie. Hütte. Ist dort jemand am Fenster? Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht ertrunken. Vielleicht ist sie dort drin. Alice! Ja. Wow, ist das strange. Das Dunkel hatte mich berührt. Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Da wartet sie schon. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht oben im Arbeitszimmer. Alice! Genau, dort befindet sie sich. Bitten Sie um Verzeihen. Alice! Wir werden gemeinsam über diese Sache lachen. Alice! Sie ist nicht hier. Sie waren ein Narr, das zu glauben. Nein, sie ist tot. Ertrunken. Nein! Nein, nein! Sie sind schuld daran, dass ihre Frau tot ist. Sie sind schuld. Sie wollte ihnen doch nur beim Schreiben helfen. Sie haben sie umgebracht. Ah! Oh, still jetzt. Es gibt noch Hoffnung. Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Hier besitzt man die Macht, Dinge zu verändern. Sie wollte, dass sie schreiben, nicht sagen, was zu tun ist. Sie können sie zurückschreiben. Die Geschichte wird wahr werden und alles wird wieder gut sein. Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösegeld für sie. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde Alice retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne, aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier, ich bin hier, so steht es geschrieben. Ich brachte das Licht, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich, es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer.
Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. There's an old tarot with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of one dawn, still in its misty crown, she went down to the lake, and in the waves she'd drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. Lost, and too soon the night would fall, and only his own echo would wail back as his call. And when he swore to bring back his love by stories he'd create, nightmares shifted in their sleep in the darkness of the lake. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, still raven in the night. That's how you reshape destiny. In the dead of night she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as her disguise. Them both to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains, for it is set on moonless nights.